Ja, meine Freunde, und da sind wir wieder zurück bei Ich im Besuch in fernen Welten. Und wir sind zu Besuch in Nemir City bei unserem Gastgeber, Herrn Cedric. Hallöchen. Hallo. Ja, das letzte Mal habe ich ja hier schon diesen Umriss von der Botschaft der Nebellande gebaut. Und der Herr Cedric hatte uns mal ein bisschen einen Einblick hier in die Stadt, zumindest in die Neuerungen der Stadt gegeben und zeigt hier gerade mal so ein bisschen aus dem Texturenpack die Steine auf. Was ist das denn hier? Ein nasser Schwamm. Ja. Das ist ja... Oh, so. Prisma. Okay. Ja, wie mache ich denn die Fenster? Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, so doppelt von Anfang schaut ganz so gut aus. So. Machen wir erstmal zwei hoch. Ich bin mal gespannt, wie weit ich komme. Wir können nur dazwischen mal kurz weiterbauen, wenn es zu lange wird. Jo. So, jetzt machen wir erstmal hier alles auf eine Höhe. Und dann muss ich mal gucken, wie ich das am besten dann mit den Treppen mache innen drin. So, eigentlich kann ich hier dann so rüber. Jo. So. Erzähl doch mal ein bisschen was hier zu der Stadt. Ich soll erzählen zu der Stadt. Jo, einfach so frei raus. Frei raus, so wie der echte Bürger. Ja, wir sind ja bekannt für unsere Braukünste. Mhm. Oh. Und haben da schon etliche Bekanntschaften gemacht mit der Brauerei natürlich in der Hexenmacht. Ja. Und kurz mal was schreiben. In der Hexenmacht und haben da bei Zeron auch schon mal angefragt, ob er denn unsere Produkte auch mit einbindet. Das wird er wahrscheinlich auch machen. Und kann ich ja gleich mal. Lass mich mal kurz rein. kurz mal unseren berühmtesten Trank der Stadt mal anbieten. Wenn oh, jetzt kommt das. Ich mach mal schnell einen Inventarplatz so. Ja. Wo ist er? Ja. So. Ah. Ja. Momentchen. Nemir Green Salt Beer Bier. Bär Bier. Ach, Bier jetzt. Ja, Bär Bier. Die Bäre, also ja, die Bäre. Ein Bärenbier. Genau. Grünes Salzbärenbier. Also, die grünen Salzbären, die bei uns natürlich in Nemir wachsen, ne? Hm? Weil, Erklärung, der Nemir ist entsprungen im Südschattengebirge. Mhm. Und da ist eine Salzquelle. Ah, ja. Ganz viele Mineralien. Und dadurch machen die den Fluss Stück für Stück, wenn der den Berg abwärts fließt, wird immer salziger. Und wenn ihr bei uns hier gerade durchkommt, dann hat er ein Salzgehalt von 2,74. Und das ist genau richtig für die Braukunst der Nemir-Lande. Ah gut, also 2,74 in Relation gesehen, ist das viel oder wenig? Ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Wenig. Ah, okay. Das ist gut. Ja, weil wenn zu viel Salz drin ist, dann schwimmst du ja auch oben, ne? Ja, das eher nicht. Hast du es schon mal ausprobiert? Ja, nein. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber der wirkliche Salzgehalt eines Ozeans liegt denn nicht bei irgendwie 20, 30? Ich weiß nicht, ich habe das mal mit diesem ominösen Toten Meer verglichen. Ah ja, na das sind 60, 70, glaube ich. Na, ich bin mir nicht richtig, ich will nichts Falsches erzählen. Ja, und darum dachte ich ja, wenn der Salzgehalt hoch genug ist, dann schwimmt man immer oben. So, es wird ja, außerdem wird es ja noch gebrannt, ne? Aha. Ja, das stimmt, wenn das dann vergart, dann entsteht ja diese tolle Salzschlicke. Genau, und das tun wir dann auch raus destillieren sozusagen. Ah, streut er dann eure Wege dann damit im Winter? Sozusagen.
So. Jetzt erstmal hier einen schönen Boden verlegen. Das Tolle ist ja, hier muss man keine Materialien farmen. Das ist sehr toll. Baust du eigentlich einen Großteil von der kompletten Stadt hier dann im Kreativ oder gehst du dann auch eher farmen? Immer kreativ bis jetzt. Also in Anfangszeit, wo wir den Server hatten, 2011, ne? Das war die Vorgeschichte, hast du bestimmt schon bei vielen gehört. Von meinen Kumpels waren ein paar in derselben Klasse in Geschichtsunterricht und da hatten die gerade Mittelalter dran. Ja. Und da der Geschichtslehrer hat auch Minecraft gespielt. Das ist natürlich toll, wenn der Lehrer auf derselben Wellenlänge ist, sag ich mal. Ja, und da hat der Geschichtslehrer einfach mal so gesagt: Ihr könnt doch auch mal auf Note da sowas bauen. Ich weiß jetzt nicht, ob er es gefragt hat oder ob sie es vorgeschlagen haben. Ich glaube eher, dass sie es vorgeschlagen haben. Das ist nämlich eher plausibel. Und das ist dann auch wirklich so geworden. Ah ja. Das ist sehr schön, nämlich dadurch ist ja da das so. Alles entstanden. Ihr könnt das alles auf meiner Anmeldungswebsite durchlesen. Also. Einfach den Fragebogen ausfüllen mit irgendwelchen Sachen, dass ihr weitergeleitet werdet auf die zweite Seite und dann könnt ihr Bilder und die Geschichte natürlich durchlesen. Also die Geschichte, die wird auch schon auf der Hauptseite gestellt, bei Informationen und Geschichte. Wird gleich bombardiert am Anfang. Und dann, wenn ihr noch Bilder und Videos von uns sehen wollt, könnt ihr einerseits auf YouTube bei uns gucken, auf Cedric Aces TV oder natürlich auf unserer Website. Habe ich auch verlinkt. Also, wenn ihr mal bei uns zu Gast sein wollt und hier eine kleine Stadtführung von mir haben wollt, könnt ihr den Anmeldebogen ausfüllen. Und ja. Ja, quasi, na, wie nennt er sich das? Der Recall. Du Genau. bist weiter. Also kann man es auch sehen, ne? So, ich hatte da vorhin etwas Nettes gesehen. Seelaternen. Leuchten die denn genauso hell wie diese Ja, Glowstones? ja, ja, ja. Das ist cool. Müsste eigentlich. Könnte man die so. Ach Mist, die connecten nicht. Schade. Und das sieht doof aus. Gut, dann werde ich doch wieder zu den gut altbewährten Fackeln dann zurückgreifen. Man kann es doch eigentlich auch so machen, oder? Und dann die oben drauf. Hat dass man die da so dran bäumelt? Oder sieht das nicht? Ich muss das Gesamtbild dann mal sehen. Aber für den Anfang kann man mal lassen. Ja. Achso, ich brauche Können hier wir Türen. ja mal gucken, wenn es dann Nacht wird. Jo. Dann machen wir mal diesen hier und dann brauche ich mal schnell zwei Türchen. Gibt's jetzt eine größere Auswahl? Ja, durchaus. Bist du eigentlich auch unter 1,8 bei dir? Ja, ne? Ja, bin ich. Ja. Ich muss mir Bloß. unbedingt mal dein Texture Pack holen, weil das finde ich so cool. Ja, es ist, ich sag mal, speziell ist es. Also, es kann nicht jeder mit um. Aber ich finde das so cool. Das Comic-artige, ne? Ja, es sieht halt aus, als wäre da komplett alles von Hand gezeichnet, ne? So, und dann müsste jetzt hier. Da, wie mache ich das denn jetzt hier? Nom, nom, nom. Ach, warte mal, hier die Halbstufen, die sind ja auch aus demselben Texture Pack. Die Türen würde ich dir raten, nach außen gerichtet zu sein. Weil wenn, guck mal, wenn du hier guckst, ups, Huch. da siehst du ja den Obsidian. Oder möchtest du das Ach, genauso stimmt, haben? warte mal. So. Oder so. Ja, so geht's auch. Problem gelöst. Ich fand nicht die Tür. Die andere Tür fand ich toll. Fichtenholz war das. Fichte. Zip. So. Genau. Ja, das sieht wirklich gut zu dir. Ja, das passt. So, was wollte ich gerade? Ach, hier, genau, die Halbstufen wollte ich suchen. Die hier.
So, jetzt Er müssen wollte es wir. suchen und hat es gefunden. Durchaus. Weil das werden ja auch die Säulen. Genau. So, das muss jetzt dann natürlich ein Stückchen höher. Erstmal bis hierher. Soll ich dir helfen? Alle vier Säulen, oder? Ja, das wäre nett. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich das dann hier handhaben werde. Am besten mit irgendwas Tolles. Irgendwas Tolles. Was ist denn. Oh, hier, Akazie. Akazie ist doch toll. Hm, ist auch so eher gräulich gehalten. Das ist Dschungel. Ist das Dschungel? Jups, hier. Ja. Stimmt, wo Genau. ist denn. Das ist Birke, Sandstein, Fichte. Das ist orange, ne? Das ist grelle, das ist Ah, weiter unten. Quarz ist natürlich auch was Edles. Oh ja. Dann, wenn wir es schon mal können, dann werden wir hier natürlich auch die teuren Materialien verbauen. Jetzt brauche ich nur noch die Quarzblöcke. Das sind die hier. Wird ein bisschen eng hier unten, oder? Ja, durchaus, aber das soll ja dann hier einfach nur so eher der Eingangsbereich sein. Okay. Da kann man dann mal das ein oder andere Bild mit aufhängen. Und vielleicht unter der Treppe eine Truhe verstecken. Soll ich dir da mal helfen, ja? Das wäre nett. Weil dann kann ich mich hier so zipp, zipp und dann. Genau, dann sind wir hier quasi schon auf der oberen Ebene. So, dann baue ich hier Ach unten ja, mal. willst du das mal nicht machen, oder wie? Nee, hier oben kommt dann quasi die obere Ebene hin. Da muss ich nur gucken, wie ich das jetzt am besten handhaben werden tun Also soll. hier nicht noch eine Etage höher. Nee, nicht noch eine. Na gut. Also das genügt. Denn dann kann ich hier nochmal rausgehen. Kann ich das? Kann ich. Und dann hätte Ja. ich dann nochmal die komplette Fläche und da kann ich dann mein, ja, sagt mein Büro, mein Botschaftsbüro, das kann ich dann da so einrichten. Sozusagen. So, und hier unten, da machen wir einfach. Wie wär's denn mit stützenden Säulen? Könnte man hier in der Ecke eigentlich auch noch eine machen und dann. Hier bin ich mir unschlüssig. Nee, da brauchen wir keine, aber hier so. Gut. Da kann man das vielleicht jetzt so verbinden hier. Falsch. So. Kleiner Moment, bin noch nicht fertig. Also, da kann ich mir ja schon mal so ein Deckendesign aussuchen. Ja, so ungefähr. So, Sekunde, bin gleich da. Tüm, tüm, tüm. Ach so, meinst du? Muss ich mir mal im Kompletten angucken, wie das so wirkt. Aber, warte mal, das ist die Etage. Nee, ich glaube, da mache ich dann doch lieber die komplette Decke durch. Gut. Und hier dann noch genauso. Genau. Ist aber Dann. einen höher jetzt. Ach, ja doch, passt so. So ist gut. Also das ist Weil, die Decke und dann willst du noch einen Boden reinmachen. Ja, genau, also das hier ist ja dann so die Bodenebene hier. Ah ja. So, und hier könnte man in der Theorie ein paar Stufen mit verbauen, dann sieht das nicht so ganz klobig aus. Wenn ich sie finden tue, da. Tuten haben. Tuten haben sollen. Das ist so zu eng. Da machen wir Ach, da willst dann du so. Stufen. Genau, passt ja. Dann können wir hier noch. Da sind die Stellen. Stufen. So. So ist gut. Treppen. Genau. Die Worte, die ich suche, fallen aus deinem Mund. So, dann hier unten noch die ein oder andere Fackel mit hergeknipst. Damit da auch nichts spawnt. Ja, jetzt sieht's schon besser aus hier hinten. Ja, Jetzt sieht es läuft. nicht mehr so eng aus. Ja, jetzt ist Weil halt ein bisschen offener, ne? die warmen Farben in der Decke machen das Raumgefühl wärmer. Ja, und wenn ich hier auch noch eine Pflanze herstelle, dann ist perfekt, da möchte man hier gar nicht mehr hoch. So, dann. Aber die Säulen erinnern dich an irgendwas, oder?
Ja, ich habe ja gesagt, das sind dieselben wie aus dem Doomcraft-Pack, ne? Der hat sich So, auch nie jetzt. übernommen. Ja, ich fand die auch, also als ich die das erste Mal gesehen habe, fand ich die auch total klasse. Habe ich jetzt hier Mist gebaut? Jetzt kommt die Säule hin. Ja. Oder? Oder willst du rausgehen? Warte, ich muss gucken. Was ist das da? Also eines darf ich ja noch. Das Ja. heißt, ich Du würde kannst, dann. du könntest sogar zwei rausgehen, weil hier über den Weg ja niemand baut. Stimmt, zwei könnte man in der Theorie auch rausgehen. Sekunde, da muss ich mal eben fix eruieren. Da brauche ich jetzt erstmal. Gott, sind das so viele Aber hier, also Steine. der ist auch noch rausgegangen. Der hat es hier auf 14x14 gebaut, sogar nur auf 12x12. Der hat nämlich hier eine doppelte Wand sozusagen. Nochmal eine Ah ja. Halterung und das ausgeführt. Oh, ich sehe gerade, die Säulen kann man auch legen. Das ist ja interessant. Das ist interessant. Das wusste ich auch nicht. Lass mich erzählen und nicht lügen. Ich wollte die Stufen gesucht haben hier. So, weil dann kann man ja diesen hier so tun. Einmal drumherum. Tuten haben legen. Genau, immer wieder aufs Neue. Gut, hast du so ein bisschen die Zeit mit dem Auge? Sehr gut. Weil ich vergesse das immer ganz gerne mal. Möchtest du in die andere Richtung die Line ziehen, sag ich mal? Das mache ich. Sehr schön. Ja, der Gastgeber baut hier noch selber. Ja, mache ich doch gern. Wie lange spielst du denn eigentlich schon Minecraft? Seit, lass mich raten, nee, seit 2011. 2011, was war denn da für eine Version gerade? 2011? Ach, das war. Nee, das war das Jahr vor dem Release. Ich kann mich aber an nichts mehr erinnern. Dunkelheit betrübt meinen Geist. Ja. So, jetzt geht das einen raus und dann könnte man in der Theorie ja noch einen weiter raus. Hast, ach nee, 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 können wir nicht, weil hier sind wir nämlich schon auf der Grenze. Genau. Hier geht das nicht mehr. Gut, dann wird das quasi die Man obere Ebene. könnte auch, das ist zwar ein bisschen mehr Aufwand, denn die Folge ist jetzt, die zweite Folge ist rum. Ah, Sekunde, dann. Könnten wir noch etwas, bevor du jetzt hier weiter baust, Ja. diesen Eingangsbereich, weil der Weg ist ja nicht so wichtig eigentlich, ein nach da setzen. Da passt es nämlich dann wieder. Nee, nee, das passt schon so. Dann lasse ich die Größe, weil den Eingang, den wollte ich hier so ein bisschen vergrößert haben quasi. Okay, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Tschüssi. Tschüss.